Ja, Elden Geier wollt noch eins. Wir gehen wieder rein bei Sabrina und Nicole. Expedition Leben. Let's go. Moin, heute mal eine ganz Moin. normale Wandertour. Nicole, was hältst du davon? Nicole? Wie raff ich das nicht? Hallo Freunde, wir machen heute eine Wanderung durch den Deister. Deister! Ich muss checken, wo das ist. Aus Recherchegründen müssen wir ja wissen. Das ist hier bei Hannover drüben. Aha. Gar nicht mal so weit weg. Interessant. Aber vielleicht waren sie ja nur zufällig da. Man weiß es nicht. Wir machen den Rundwanderweg 2. Nee, ich glaube, so heißt das nicht, oder? Das wäre ja langweilig. Ich glaube schon. Echt? Rundwanderweg 2? Was, wer hat sich denn so einen Titel überlegt? Hä? Ja, klar, es gibt halt Rundwanderweg 1, 2, 3 und 4. Ja, wer googelt denn Wanderwege in Deister und denkt sich bei dem Titel Rundwanderweg 2? Oh, das klingt spannend. Hä? Also, ich finde, das klingt spannend. Den will ich laufen. Hey, Quatsch. Ja, wie willst du den Wanderweg sonst nennen? Panoramaweg am Zauberwald gleich hinter dem Feenberg. So vielleicht. Oh, wir waren Kreativbolzen. Ja, los geht's. Nicole, was hältst du davon? Wenn wir jetzt einfach mal losgehen und mal gucken, wie es wäre, als würden wir einen Lagerplatz suchen und irgendwo übernachten wollen. Ich glaube, die haben noch nie draußen übernachtet, oder? Wir hatten das eben gerade schon bei dem anderen Video als Thema. Haben die schon mal draußen so buschkraftmäßig gepennt? Das wär's halt, ne? Das wär's. Da müsste man, also also projektmäßig, für ein Schulprojekt könnte man da auch mal ein Video draus machen. So, könnte man die da mal an die Hand nehmen und mal sagen, so, jetzt gehen wir mal rein in den Wald. Und dann pennen wir da mal, oder? Ja, können wir machen, ja, klar. Können wir mal probieren. Dann können wir nämlich auf jeden Fall mal rechts und links ein paar Seitenwege Rein richtig schön in die Wildschweingrube. gehen und mal gucken. Hier bietet sich, glaube ich, an, tatsächlich sich die Abzweigung direkt zu nehmen, oder? Ob das was wäre, ich wollte gerade sagen. Wollen wir es machen? Komm. Ja. Wir wagen es. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Jägerstuhl. Ein Jägerstuhl. Das wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Echt, heißt das bei euch auch Jägerstuhl? Habe ich noch nie gehört. Ich meine, das heißt immer Hochsitz. Idee. Siehst du sie, die Rehe? Ja. Oh, toll. Ich habe noch nie in meinem Leben Wildtiere frei rumlaufen sehen im Wald. Ich finde das gerade so schön. Ja, du musst jetzt nicht draufhalten, jetzt verkackst du. Cool. Guck mal, die gucken uns auch an. Hundertprozentig gucken die gerade. Die denken sich auch, was machen die beiden Biatches da vorne? Die beiden Biatches? Sind das Biatches? Du wolltest nicht mehr so reden, Entschuldigung. Ja? Okay, also pass auf, wir lernen gerade ja Nicole und Sabrina so ein bisschen mehr kennen. Wir sind ja gerade schon beim dritten Video. Ein Biatches da vorne? Pass auf, Nicole sagt, Biatches, dies, das. Du wolltest nicht mehr so reden. So, und Sabrina gefällt das jetzt nicht so ganz. Sie sagt so, Das heißt, wie schätzen wir die charakterlich ein? Ich glaube, Nicole ist eher so ein bisschen mehr die Draufgängerin. Da klingelt der Wecker, wir gehen auf Schlummern. Eher so ein bisschen die Draufgängerin. Noch mehr so, ein bisschen auf Krawallmäßig. Und vielleicht ist Sabrina eher so die ruhigere, liebere. Oder? Sowas vielleicht? Was, sie ist die Wildsau? Schreibt ihr? Okay, also der Chat sagt, Nicole ist die Wildsau. Und dann ist Sabrina wahrscheinlich das Reh, oder? Reden, Entschuldigung. Ja? Man weiß es nicht. Das Alles bringt uns aber Vermutung, wieder alles zurück Spekulation. zu Sabrinas neuer Errungenschaft.
Das wäre? Ich habe mir jetzt extra eine richtige Outdoor-Hose gekauft. Die kann nämlich dreckig werden. Sehr schön. Und Schuhe. Wanderschuhe. Aber jetzt mal wirklich hier mal back to topic. Ist halt wirklich so, viele Leute fragen immer, ja, was brauche ich? Das Erste, wenn man sich wirklich was holen will, ja, wenn man dann draußen unterwegs ist, ist halt einfach wirklich einfach mal passendes Schuhwerk, passende Kleidung. Was ich, eine passende Jacke, eine passende Hose und so weiter. Ist gleich in Tarp und Messer und Feuerstahl und Kochset. So, einfach mal ordentliches Schuhwerk holen. Mal eine ordentliche Hose und so weiter. So, jetzt können wir wieder... Jetzt haben wir den Bildungsauftrag für diese Reaction hier auf jeden Fall haben wir erfüllt. Und jetzt können wir wieder auch Schuhe gebraucht, die dreckig werden können, die ein bisschen stabil sind, die auch was aushalten, wo man nicht die ganze Zeit hin und her rutscht. Und deswegen habe ich mir jetzt eine neue Hose und neue Schuhe gekauft. Sehr schön. Ein bisschen robuster. Und es macht gleich noch 100-mal mehr Spaß rauszugehen, weil man einfach keine Angst hat, sich einzusauen. Ich will sogar, dass es dreckig wird. Freunde, Sabrina das Reh wurde von uns maßlos unterschätzt. Sie will, dass sie dreckig wird. Vielleicht sind es doch zwei Wildsäue. Im Körper von zwei Rehen. Jetzt haben wir es. Für mich, dass man was erlebt hat. Ja, dreckig ist nicht verkehrt. Okay, und Nicole muss wieder einen draufsetzen. Jetzt auf jeden Fall suchen, das ist eine Fläche, die einigermaßen gerade ist, wo wir jetzt nicht auf irgendwelchen Steinen oder auf irgendwelchen Ästen liegen. Links von uns ist tatsächlich ein Wanderweg. Das würden wir uns normalerweise natürlich nicht so aussuchen, um sich so ein kleines Zeltchen zu bauen, so ein kleines Shelter. Ich muss mal pipi. Aber ohne Kamera. Hier an so einer Stelle, hier liegt auch... Ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu kommentieren soll, Freunde. Also da muss auch einfach mal nur zuhören. Manchmal muss man auch einfach mal nur das Video mal laufen lassen. Auch relativ viel Totholz. Und ich glaube, da könnte man tatsächlich mal versuchen, sich was zu bauen. Die Kamera her. Also unser Plan ist es jetzt. Mal gucken. Wahrscheinlich eher mein Plan ist es jetzt. Passt gar nicht zu dem anderen Grund. Das ist wirklich eine heftige Entdeckung. Ja, da hast du recht. Ja. Also, da Nicole danach sucht, welche Grünfarben sich von anderen Grünfarben hier unterscheiden, werde ich mich darum kümmern. Aua. Werde ich mich darum kümmern, jetzt geeignete Äste für so ein kleines Shelter zu sammeln. Und zwar suche ich nach einem Ast, der so ein bisschen V-förmig ist, wo man dann, den man dann in den Boden... Die klassische Zwille. ...reinstecken kann senkrecht, wo man dann einen geraden Ast von ablaufen lassen kann, dass man dann die Äste dran stellen kann. Das versteht kein Schwein, was du hier für einen Quatsch erzählst. Ich verstehe es. Da muss ich es zeigen. Also wir müssen jetzt irgendwie... Aber wie sie es freistehend machen? Ja. Ah, okay. In den Boden kriegen. Ah, okay, sie will es wahrscheinlich freistehen machen, aber dann brauchst du eigentlich zwei. Eigentlich nimmst du dann zwei Stück, dann machst du die so und dann machst du hier oben in das Doppel-V quasi Langträger rein. Der wird dann in die eine Richtung dadurch abgestützt und die andere hier abgestützt. Weil bei einem einzelnen kippt das Ding ja einfach um. Also den jetzt einfach von oben da senkrecht reinzustecken, das funktioniert nicht. Du brauchst da zwei Stücke für, die du links und rechts reinsteckst. Jetzt. Sonst fällt's um. Weißt du, was jetzt gut wäre? So eine Axt. Schwer genug. Naja, fällt ja ein bisschen, ne? Ich würde den ganz gerne hier hinten noch so ein bisschen weiter in den Boden rein. Das ist für jemanden, der Garten liebt, das ist einfach richtig geile Erde. Ja. Ich liebe das. Sabrina wollte ja dreckig werden. Hammer.
hatte ich Humuserde. Humuserde? Was ist ein Humuserde? Geil. Hammer. Oh, hier auch ein Wurm. Ein Wurm. Martin würde den jetzt essen. Lass ihn leben. Ich kann ihn ja nicht essen, weil ich bin ja gerade vegetarisch unterwegs. Schade. Ach, lass ihn leben. Lass ihn leben. Wurm. Was denn? Du bist richtig brutal zu den Tieren. Ich bin nicht brutal. Das ist ein Brutalo. Okay, wir haben ja da was dazugelernt. Also, laut Nicoles Aussage ist Sabrina die brutalere von beiden. Und Nicole eher die Liebe. Was? Ich bin mit dir mal hier so ein bisschen. Ah, ärgerlich. Da ist einfach zu kurz. Der Prügel. Also im Prinzip ist das das Konzept. Ah, okay, cool. Jetzt haben sie ja doch noch wie so eine Art mehrere Vs gemacht zum Abstützen. Was jetzt schon mal so steht. Und jetzt ist ja Ziel und Aufgabe, die Seitenwände zu bauen. Wir wissen leider nicht, wie es richtig ist. Ob man von Kopf zum Fußende hin arbeitet oder unten. Nö, ist scheißegal. Aber wir haben jetzt gesagt, alleine der Schwerkraft wegen fangen wir unten an. Ich mache das tatsächlich so, wenn ich sowas bauen würde. Ich suche mir halt ganz viel Totholz und stelle die quasi genau daran, weil das ist ja schräg verlaufend, wie das passt von der Länge. So, ne? Das heißt, ich fange nicht von oben an, ich fange nicht von unten an, sondern stelle es jeweils immer an das Totstück Holz, was ich gerade finde, stelle ich genau an die Stelle, wo es von der Höhe her passt. Und dann fange ich an, das langsam damit zuzubauen. Weil sonst muss ich ja jedes einzelne auf eine passende Länge bringen. Und basteln uns nach oben hin. Ich weiß halt nicht, ob man so... Ich würde sagen, ausprobieren, ne? Hey, ich komme jetzt zu spät, ne? Wegen euch und wegen dem Video. Ihr seht, Sabrina versucht jetzt hier schon mal genau die Äste auch in die Erde teilweise zu manövrieren, damit man halt ein bisschen mehr... Ich hätte, wie gesagt, ich würde die halt so hinstellen, dass die maximal hier drüber sind, dass sie sich hier oben nicht ins Gehege kommen, dass sie da so, sage ich mal, gegenlehnen. So. Weil wenn die jetzt auch so oben sind, dann, weiß ich nicht. Erhalt hat und Widerstand, diese Äste, Stöcke nicht direkt wieder umfallen. Es ist halt auch, dass ich glaube, das Problem ist, dass dieser Ridgeline-Stamm, also der große Stamm in der Mitte, der ist zu schräg, der ist zu hoch. Der müsste eigentlich deutlich länger und flacher sein, weil dann kippen die auch nicht so runter. Aber sieht doch trotzdem gut aus schon, was sie da machen. Nice. Es ist halt scheiß viel Arbeit, ne? Mit vollem Einsatz, um Fotos zu schießen. Ich bin voll stolz darauf. Das sieht richtig gut aus, oder? Ja, sieht echt gut aus. Und jetzt, es müsste eigentlich noch ein bisschen dichter sein. Es sind noch teilweise zu große Lücken. Ja, cool. Achso, gut, der Stamm hier in der Mitte, dieser Stützstamm ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Boah, ist richtig gemütlich. Also wir haben jetzt eine gute Stunde benötigt. Oh, das geht ja noch. Das Problem ist gar nicht das Anlegen, sondern tatsächlich das Finden von geeigneten Stöckern. Ja. Also zur Kopfseite hin ist es natürlich sehr hoch und deswegen benötigt man da einfach auch längere Stöcker. Und das Deswegen normalerweise brauchst du es viel, viel flacher, dass du eigentlich nur reinkrauchst. Gar nicht so einfach gewesen, aber es hat ja ganz gut hingehauen. Und das ohne Axt, ne? Das jetzt nochmal wohl bemerkt. Also wirklich nur mit nur sammeln. Power. Mit und, Bizeps und Trizeps. Da haben wir tatsächlich das Messer benötigt. Aber ansonsten tatsächlich reine Arm- oder Beinkraft, je nachdem, wie man es kaputt gemacht hat oder zerbrochen hat. Oder Sabrina präsentiert jetzt einmal, wie das funktioniert, wenn man hier eigentlich drinnen pennt. Denn man schläft hier nicht zu zweit drinnen, das ist ein Einmannzelt sozusagen.
Naja, das ist zu groß, der Raum. Genau, also generell, das ist ja quasi, was sie jetzt gebaut haben, so eine Art Survival-Shelter eigentlich. Also normalerweise, weiß jetzt nicht, was der Hintergrund jetzt für sie war. Ich glaube, einfach nur so ein bisschen Spaß zum Ausprobieren. Normalerweise, wenn du sowas baust, geht es ja in Richtung Survival-Shelter. Du hast nichts anderes bei, keinen Schlafsack, keine Isomatte. Und da willst du einen ganz, ganz kleinen, engen Raum haben, weil du den dann mit deiner eigenen Körperwärme aufheizt. Das heißt, das Ding ist hier viel, 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 viel zu riesig. Das müsste alles viel kleiner und enger sein. Und dann auch vorne richtig Laub dran, außenrum Laub. Wir haben uns das Video von Max damals angeguckt, von Maxien. Da hat man schön gesehen, wie das dann theoretisch funktioniert. Und die haben auch eine Nacht drin gepennt. Also, ich passe komplett rein, würde ich mal sagen. Isomatte passt rein, Schlafsack passt rein, Rucksäcke könnten am Rand noch Platz haben. Oh, ich fühle mich richtig wohl hier. Mhm. Man fühlt sich halt gleich so ein bisschen geschützter. Welche Möglichkeit man definitiv jetzt noch hätte, wäre jetzt tatsächlich ein Tarp bzw. eine Baumarktplan oder irgendwie sowas über dieses Zelt zu spannen. Damit man es natürlich ganz, oder was heißt komplett, aber schon recht winddicht bekommt. Ja, klar, kann man machen. Macht jetzt theoretisch vom Aufbau her nicht so richtig Sinn. Funktioniert auch nicht, weil die Stämme alle oben so rausgucken und das dann irgendwie drauf liegt. Da würde ich eine andere Konstruktion bauen, aber ja. Und vor allem oder auch einen kompletten vor Wasser bietet, ne? Die ganz natürliche Variante wäre, hier überall Moos zu sammeln und es draufzulegen. Genau. Dann noch ganz viel oder Laub, ja. Aber dafür muss es deutlich, deutlich dichter. Diese Freiräume sind halt zu groß. Und dann kann man das auch dicht machen, dass da wirklich nichts mehr durchkommt. So, heute werden wir hier nicht übernachten, aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo wir festgestellt haben, im Sommer hätten wir da Bock drauf. Ne? Oh. Ja. Schön irgendwie. Wann ist Sommerbeginn? Sommerbeginn ist am 21. Juni. Alles klar, ich trage es in den Kalender ein. Mit dem Feuer irgendwie noch und ein bisschen was essen. Abends gemeinsam dann wirklich hier sitzen. Und ja, schon cool. Also es fühlt sich gut an, wenn man das gebaut hat und dann am Ende dieses Produkt sieht. Ne? Und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir es wieder kaputt. Ja. Denn verlasse den Wald so, wie du ihn vorgefunden hast. Und vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ne? Müll und so mitnehmen. Ja. Leute. Muss nicht unbedingt Naturbursche sein oder keine Ahnung, eine Tischlerlehre haben oder sowas, um hier sowas zu bauen. Nee. Ich meine, wenn selbst ich das schaffe, Freunde, dann schafft's wirklich jeder. Und das ist was wir einfach total cool finden. Und in diesem Sinne, Leute, geht raus. Schön frische Luft, ein bisschen Bewegung, tut uns allen gut. Genießt die Natur. Tschüss. Tschüss. Tschüsschen. Ja, schaut gern bei Expedition Leben vorbei. Sabrina und Nicole unterwegs. Im deutschen Dschungel. So sieht's aus, Freunde.